Hallo liebe Gartenfreunde und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gartenkunstgenuss TV. Wir wollen heute einen Ausflug gemeinsam machen und zwar nach Wächtersbach. In Wächtersbach, das werden viele von euch wissen, wurde unlängst die Sanierung des Schlosses abgeschlossen. Und da ist es Zeit, so dachten wir uns, dass wir uns einmal dem Umfeld rund um das Schloss widmen, nämlich dem Schlosspark. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich zu einem Spaziergang schon vor vielen, vielen Wochen zusammen mit Dirk Säuferer im Schlosspark Wächtersbach war. Dirk Säuferer gehört zum Team des Altstadtfördervereins Wächtersbach und gemeinsam möchten wir euch jetzt mitnehmen auf einen Spaziergang durch den Schlosspark in Wächtersbach. Also das ist dann jetzt der Schlosspark und wir stehen jetzt hier vorne am Schloss, am Beginn des Auffahrtdamms, über den die große Sichtachse geht zum Gasthaus Arprenz. Vielleicht könnt ihr die Kamera mal einfangen. Und der Park beginnt hier und umfasst dieses große Areal vom Verkehrsbüro hier vorne, wo der Parkplatz dem Park abgerungen wurde, bis da hinten zum Badeweiher, wo das Umkleidehäuschen steht. Die Ruinen sind noch sichtbar, die Grundmauern sind es ungefähr 650 Meter. So dass das Ganze also ein gutes Dutzend Hektar groß ist. Gerade jetzt im Winter gut sieht, denn im Sommer haben die Bäume Laub, ist das hier in dieser Blickschneise rechts am Schwanenhäuschen vorbei. Da gehören eigentlich keine Bäume hin. Das ist verwildert, da sind Akazien, Robinien gewachsen, die wachsen ja schnell, wenn man sie nicht pflegt. Es gibt historische Fotos, die nachweisen, dass dieser Blick eigentlich frei ist. Er steht also hier rechts am Kamierkinn, wieder auf dem Plan, steht eine Gehölzgruppe, aber dieser Teil gehört eigentlich nicht zum Wald dazu. Das ist alles verwildert. Ist durch diesen Bachlauf hier. Das ist der kommt aus dem Teufelsgraben und wird durch mehrere Quellen hoch oben im Wald gespeist. Unter anderem ja, aus dem Teufelsgraben, aus dem Stollenmundloch in Wittgenborn, von Maria Born wird er gespeist. Und es gibt hier rechts oben gibt's den Ruppelsgrundbach. Der ist eigentlich der wasserreichste von diesen ganzen Bachläufen. Die treffen sich hier und da laufen jetzt die beiden Bachläufe malerisch nebeneinander her. Ob dieser Bachlauf jetzt, speist er hier zuerst der Engelweiher, dann speist er den Badeweiher, dann geht er hier getrennt über den Mühlgraben und diesen parallel verlaufenden Bachlauf hier zur Untermühle. Der Mühlgraben stürzt hier über den Wasserfall. Hier treffen sie sich wieder und speisen gemeinsam den Prinzessinnenweiher. Vom Prinzessinnenweiher geht es unterirdisch weiter und mündet jetzt hier in den Schlossweiher. Das sind also uralte, künstlich gestaltete Bachen. Wir sind jetzt in der außergewöhnlichen Situation, dass beide Zuläufe zum Park Wasser führen. Und zwar der neu gestaltete Zulauf, der unterirdische Zulauf und der Zulauf aus der Quellfassung. Die führt im Sommer meistens kein Wasser, aber der März ist ja im Park der wasserreichste Monat. Und
So führt auch diese Quelle jetzt gerade Wasser und man sieht, wie sich die beiden Bachläufe hier malerisch treffen. Lange nicht mehr gepflegt, man sieht noch Überreste davon. Ja. Und das Schwanenhäuschen, wissen Sie, von wann das ist? Ich weiß es leider nicht. Es gibt historische Ansichtskarten, 100 Jahre alt oder älter, wo es gemalt abgebildet ist und damals keine Farbe hat. Also wie gesagt, gemalte Ansichtskarten, historische Fotos davon liegen nicht vor. Kann ich was sagen soll? Gerne. Wir stehen hier an der wunderbar symmetrisch gestalteten Halbinsel. Und zwar gibt die historische Überlieferung, Literatur gibt her, dass das früher eine Insel war. Man hat sich das also so vorzustellen, dass der Schlossweihe hier in einem Kanal um diese ebene Fläche rumging. Der muss dann irgendwann wahrscheinlich schon im 19. Jahrhundert verlandet sein, sodass man dann die Insel zu einer Halbinsel umgestaltet hat. Die Insel hatte früher hier noch eine Ecke, die Richtung Schwanenhäuschen gezeigt hat. Die hat man dabei abgenommen und dabei hat man jetzt diese wunderbar symmetrische Halbinsel gewonnen. Und der ist normalerweise voller, ne? Der ist normalerweise voller. Man sieht ja, wie der normale war. Der Teich wurde ja mehrfach saniert. Aber ohne durchschlagenden Erfolg, deswegen wird er jetzt, wie der Herr Bürgermeister erzählt hat, im Herbst endgültig nochmal richtig fachmännisch saniert. Und dann wird sicher auch der Wasserspiegel wieder angehoben werden können. Und wann ist der Schlossweihe angelegt worden? Das liegt alles so ein bisschen im Dunkeln. Sicher ist, dass die Parkgestaltung auf Bodenbänder zurückgeht. Und sicher ist, dass ja die Wasserflächen früher ganz anders angeordnet werden. Ganz anders angeordnet waren. Es gab ja die Wassergräben um Schloss, die sind 1816 zugeschüttet worden und der Park ist vom Bodenbänder gestaltet worden 1840. Das heißt, es ist höchstwahrscheinlich, dass auch die Teiche vom Bodenbänder angelegt worden sind. Über Bodenbänder ist bekannt, dass er ein kurhessischer Gartengestalter war, der hier wahrscheinlich vom hessischen Kurfürsten hergeschickt wurde, um diesen Park zu gestalten. Das Grafengeschlecht war ja ein altes Reichsgrafengeschlecht hier. Die hatten eine Bedeutung über Wächtersbach hinaus. Und so hat man diesem Park also auch eine gewisse überörtliche Bedeutung zugemessen. Diesen Plan hat ja Bodenbänder gemacht, um sich damit beim Grafen praktisch anzudienen. Es wäre ein Missverständnis zu glauben, dass alles im Park dann so aussehen müsste oder ausgesehen hat wie auf diesem Plan. Es war vielmehr so eine Art Werbeprospekt, muss man sich das vorstellen, um sich damit beim Grafen anzudienen und den Grafen dazu zu bringen, ihn zu engagieren. Ja, man weiß nicht viel über Bodenbänder, aber man weiß, dass sich eine Parkgestaltung engagiert war. Es gibt auch, es liegen Informationen vor, dass Bodenbänder auch bei der Gestaltung des Schlossparks in Meerholz beteiligt gewesen sein soll. Zu den wichtigsten Teilen des Bodenbänderplans gehört diese Aussichtsterrasse. Man sieht also hier, wie die Blickachsen, 5 Blickachsen hat hier eingezeichnet in alle Richtungen, die liegt also hier oben. Heute vom Wald verschlungen, weil eben diese Verwilderungen da passiert sind. Und man sieht von dieser Aussichtsterrasse ins Kinzigtal runter, über den Schlossgarten zum Schloss, über die Schlossweiher drüber, auf die Altstadt rüber, auf die Herrenweide. Das ist also ein traumhaft schöner Ausblick, nur dass er zurzeit halt zugewachsen ist. Was sind die vom Bodenbänder geschaffenen Blicke?
wichtig ist, dass der Blick zum Schlossweiher immer frei bleibt. Der Schlossweiher ist so angelegt, dass von allen Seiten der Blick zum Schlossweiher frei ist. Nur hier gehen wir jetzt an der historischen Gehölzgruppe, die Bodenbinder allemal nach angelegt hat. Und die hier den Teich verziert. Soweit unser kleiner Spaziergang in einem, wie ich finde, wahren Gartenjuwel. Weitere Infos zum Schlosspark Wächtersbach findet ihr unter der hier eingeblendeten Internetadresse des Altstadtfördervereins Wächtersbach. Und dort könnt ihr auch herunterladen den Faltplan, der auch im Film zu sehen ist, also den Faltplan vom Schlosspark Wächtersbach, der jetzt ganz neu herausgegeben wurde, und auch ein, wie ich finde, sehr lesenswertes Papier mit dem Titel Wächtersbach, ein Wasserkunstwerk. Insofern einfach mal reinschauen. Ich glaube, für alle Gartenfreunde hier aus dem Main-Kinzig-Kreis lohnt sich das wirklich. Und an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an Dirk Säuferer für die ja doch kompetenten Ausführungen hier auf diesem gemeinsamen Spaziergang, den wir schon vor vielen Wochen gemacht haben. Und zum Schluss von mir der obligatorische Hinweis, alle unsere Kanäle von Gartenkunstgenuss Main-Kinzig hier unten nochmal eingeblendet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns besucht auf Instagram, Facebook, YouTube, seid ihr jetzt sowieso gerade, und uns liked und die Kanäle abonniert, damit ihr immer gut informiert seid. Ja, liebe Gartenfreunde, so viel für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir freuen uns wie immer auf Kommentare und bis bald. Viele Grüße.